Herzlich willkommen zum Hub Club. Schön, dass ihr alle dabei seid. Das Thema ist Fair Reisen. Und bevor ich darauf eingehe, spreche ich kurz darüber, was das eigentlich ist. Also was ist der Hub Club eigentlich? Normalerweise treffen wir uns offline und besprechen da einfach Umweltproblematiken oder Klimathematiken und zeigen auch gleichzeitig immer Lösungen auf. Hauptsächlich mit dem Fokus auf Österreich. Und dann geht es aber auch und ganz viel um einen Austausch. Und damit dieser Austausch auch gewährleistet ist, online gibt es dieses Chatfenster unten in eurem Zoom. Und die Helene wird den Chat betreuen. Wir haben eine Legende, die wir nutzen, wo ihr einfach Zustimmung ausdrücken könnt oder Ablehnung natürlich auch, wenn wir zu schnell sind oder zu leise. Also das immer gerne nutzen. Und auch darauf achten, dass ihr immer mit allen kommuniziert. Also man kann das einstellen, ihr könnt direkt mit uns kommunizieren, mit den Speakern oder eben gleich an alle. Und ja, damit es eine vernünftige Kommunikation gibt, wäre es da cool, wenn man einfach darauf achtet, dass man immer mit allen kommuniziert. Gleichzeitig gibt es dieses F&A-Tool da unten. Da könnt ihr Fragen stellen, die wir dann öffentlich beantworten werden. Genau. Diese Hub Clubs sind dafür da, dass wir uns alle miteinander austauschen und wir natürlich auch Thematiken behandeln, die euch interessieren. Das heißt, wenn es etwas gibt, was wir noch nicht behandelt haben, dann könnt ihr uns gerne schreiben, sei es eine E-Mail, sei es über Social Media. Da sind wir immer offen und behandeln dann einfach gerne die Themen, die halt eben auch gefragt sind. Kurz zu uns. Wer sind wir eigentlich? Mehr als eine Müllvermeidung. Zero Waste Austria ist ein Klimaschutzverein, wenn man das so will. Und wir beginnen immer mit dem Thema Müll oder mit dem Thema Abfall, weil das für viele so ein Anfangspunkt ist, um dieses Nachhaltigkeitsthema einfach anzugreifen, weil man es tatsächlich angreifen kann, weil man es sehen kann, weil man es fühlen, weil man es riechen kann. Und von da aus geht es dann aber weiter. Gleichzeitig sind wir eine Online- und Offline-Community. Online eben durch sowas wie heute, durch unsere Facebook-Gruppen, durch unsere Social-Media-Kanäle, die Blogs, die Newsletter, alles, was wir da so haben. Und offline durch unsere Workshops, durch die eigentlichen Offline-Events, die sonst stattfinden und jetzt auch wieder stattfinden werden und alles, was da so drumherum passiert. Dann arbeiten wir an Projekten. Zurzeit und immer noch am Hotelprojekt, da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein, auch einfach, weil es zum Thema passt und um auch einfach transparent zu zeigen, woran arbeiten wir eigentlich. Dann sind wir Bewusstseinsbilder und Speaker. Also Bewusstseinsbildung ist eine unserer Key-Aufgaben, insbesondere auch in Schulen oder auch in Unternehmen, wo auch immer das halt gefragt ist. Und wir sind ein B2C-Network. Das heißt, wir verbinden nachhaltige, insbesondere österreichische Unternehmen mit einfach der Community, mit den Menschen in Österreich, um einfach zu zeigen, welche Lösungen gibt es denn schon. Und auch ein B2B-Network, das heißt, wir geben Startups oder auch nachhaltigen Unternehmen einfach eine Plattform und bringen sie raus in die Welt. Zu diesem ganzen Netzwerk und dem, was wir machen, wir sind als Verein organisiert, gehört auch unsere Mitgliedschaft oder unsere drei Mitgliedschaften und eben diese Karte, die man da sieht, das ist die Zero Waste Card, womit man bei unseren Partnerunternehmen wiederum Rabatte bekommt. Gleichzeitig gibt es dann noch so Sachen wie vergünstigten Eintritt bei unseren Workshops und Veranstaltungen, je nachdem, was man da nimmt. Und was wir jetzt ganz neu haben, weil das nämlich auch gewünscht wurde, ist eine Studentenmitgliedschaft. Das ist diese DIY-Mitgliedschaft, die kostet anstatt 49,29 Euro und da hat man eben die Rabatte und kann auch vergünstigt an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Apropos Veranstaltungen, die finden jetzt wieder offline statt. Der nächste Workshop mit der lieben Olivia ist am 9.6. Da geht es viel um so Outdoor-Geschichten, wie immer tolle DIYs. Und der danach ist Summer and Sun, wo es hauptsächlich um Naturkosmetik gehen wird. Wir haben das Ganze natürlich reduziert, Corona-konform gemacht. Das heißt, die Plätze sind sehr begrenzt. Also wenn man da teilnehmen möchte, gerne schnell ein Ticket sichern. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Und zwar zum Fair Reisen. Ich spreche kurz über den Ablauf. Und zwar führe ich kurz ein, wie eben schon gesagt, in die Zero Waste Hotels und unser Hotelprojekt. Dann spricht die Mira von Rödluwan. Mira hat einen ganz tollen Blog und einen tollen Instagram-Kanal über mit Zug und Bus durch Europa, öffentlich statt Auto und Flugzeug.
Dann die Frau Dr. Regina Preselmeier vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus über was ist faires und nachhaltiges Reisen und das österreichische Umweltzeichen. Und dann die Alexandra von der Plattform Tutaka über Econot Ego und nachhaltige Hotellerie. Jetzt nochmal kurz zum How-To. Das hier ist das Chatfenster, also so könnt ihr es nutzen, um eben auszudrücken, was ihr empfindet oder wie gesagt, wenn wir zu leise oder zu schnell sind. Und nochmal das F&A. Stellt gerne Fragen, wir beantworten sie gerne. Jetzt probiere ich was aus. Und zwar, da muss ich kurz aus der Präsentation raus. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe eine Umfrage gemacht und erstellt. Könnt ihr die sehen? Weil dann wüsste ich gerne von euch einmal, wie viel menschengemachtes CO2 ist für die Klimaerwärmung verantwortlich. Also was denkt ihr, sind es 63%, 81% oder 34%? Und zweite Frage ist, wie viel Plastikmüll findet sich weltweit in den Meeren? 20 Millionen Tonnen, 150 Millionen Tonnen oder 80 Millionen Tonnen? Ich warte mal kurz. Okay, es wurden noch welche. Super. Also, ich beende das mal und schaue, ob Resultate freigeben. Super. So sieht es aus. Die Mehrheit hat für 81% gewotet bei dem CO2-Ausstoß und für 80 Millionen Tonnen bei dem Plastikmüll in den Meeren. Ich teile nochmal meine Präsentation und dann schauen wir, wie es tatsächlich aussieht. Es sind 63%. Also da habt ihr tatsächlich mehr gedacht, als es eigentlich ist, aber trotzdem immer noch jede Menge. Der Punkt ist, 8% davon gehen auf den Tourismus, kommen vom Tourismus, so rum. Was das bedeutet oder wie wir das ändern können, da gehen wir halt während dieses Hubclubs einfach drauf ein. Und bei dem Plastikmüll in den Meeren ist es tatsächlich mehr. Es sind diese 150 Millionen Tonnen weltweit. Also das ist eine ganze Menge. Worauf will ich hinaus? Das ist eine Statistik von 2016 und da hatten wir in Österreich 18% mehr Nächtigungen. Das ist natürlich eine Entwicklung, die einfach nach oben geht. Was hat das jetzt mit Müll zu tun und mit dem, was ich eben gesagt habe? Jeder Tourist macht pro Tag, es gibt verschiedene Messungen, zwischen 0,64 und 1,1 Kilogramm Müll pro Nacht pro Person. Das ist jede Menge. Das heißt, mit mehr Nächtigungen steigt natürlich auch einfach dieses Abfallaufkommen. Das heißt, worum geht es bei einem nachhaltigen Tourismus? CO2-Emissionen minimieren und eben Abfall vermeiden. Und bei dieser Abfallvermeidungsgeschichte, derer haben wir uns angenommen mit eben unserem Zero Waste Hotel Projekt, wo wir mit verschiedenen Partnern, mit verschiedenen Hotels und eben auch so Partnern wie Sonnentor zusammen mit der BOFU und der ÖHV einen Leitfaden entwickelt haben. Das Ganze hat angefangen mit einem Maßnahmenkatalog. Das heißt, wir haben einfach die Situation evaluiert, haben geschaut, okay, wo gibt es Vermeidungspotenziale und wie lässt sich das wirklich im operativen Geschehen umsetzen? Daraus ist jetzt ein Leitfaden entstanden. Der ist gerade in den letzten Zügen und dann hoffentlich bald fertig, wird dann veröffentlicht. Das heißt, man kann ihn dann auch frei nutzen, womit wir halt einfach einen Beitrag bringen wollen zur eben Reduktion des Abfallaufkommens in der österreichischen Hotellerie. Dabei ist ganz wichtig, ich weiß nicht, vielleicht kann man das, könnt ihr das mal in dem Chat sagen, falls jemand von einem Hotel dabei ist, dass eben auch nicht nur das Ganze vom Hotel kommt, sondern dass man den Gast auch mit einbezieht, weil wahrscheinlich wisst ihr es selber, wir wollen auch alle immer mehr nachhaltigen Tourismus, wir wollen gerne grün reisen und es gibt eine Statistik von der ÖHV, die haben so eine Gästebefragung gemacht, wo eben 87% zum Beispiel gesagt haben, dass sie Alternativen haben wollen zu Plastikstrohhalmen, wo 75% gesagt haben, okay, wir möchten lieber unseren Honig, unsere Marmelade aus Gläsern nehmen. All das haben wir mit einbezogen und jetzt ist es halt eben so, wie gesagt, dieser Leitfaden ist gerade in der Endphase und dann gibt es auch einfach die Möglichkeit, dass wir halt eben in die Hotels kommen und das Ganze evaluieren
um da zu helfen und zu einem nachhaltigeren Tourismus beizutragen. Genau. Noch kurz zu uns. Ihr erreicht mich unter dieser E-Mail-Adresse hier unten, uns eh auf der Website hier. Links stehen nochmal unsere Social-Media-Accounts. Das heißt, wenn ihr jetzt dabei seid und ein Foto macht, taggt uns gerne. Dies ist unsere Adresse. Und das wäre es soweit zu mir. Und ich übergebe jetzt an die Mira mit ihrem Vortrag. Ja, danke schön, liebe Lorraine. Ich werde gleich auch meine Präsentation einschalten. Und zwar werde ich heute zu dem Thema mit dem Zug und Bus durch Europa reisen sprechen. Für mich ist das besonders interessant geworden vor circa 5 Jahren, wo ich mich mehr mit dem Thema nachhaltigen Reisen auseinandergesetzt habe. Natürlich ist das viel, viel, vielschichtiger, das Thema, aber gerade die Anreise und Abreise ist auch einer der größten Faktoren, auch der Treibhausgasemissionen vom Tourismus, und deshalb ist das für mich auch persönlich ein ganz wichtiges Thema. Also, wir reisen heute mit den Öffis statt mit Auto und mit dem Flugzeug. Und nein, das wollte ich nicht. Doch. So, also so viel zu mir. Ich bin die Mira, ich bin Öko-Bloggerin, bin freie Autorin, schreibe für verschiedene Online-Magazine, bin auch gerade dabei, einen nachhaltigen Reiseführer zu verfassen und arbeite als Kulturvermittlerin, habe Geschichte studiert. Ja, wie gesagt, ich blogge seit circa 10 Jahren auf dem Blog reutluwan.at und seit 5 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit in vielen verschiedenen Facetten und mit vielen verschiedenen Themen, sei es Veganismus, sei es faire Mode, Naturkosmetik, aber eben auch ein ganz wichtiger Punkt, eben das Reisen, weil Reisen ist meine Leidenschaft, seit ich 16 Jahre alt bin, und da habe ich eben versucht, mehr und mehr auch das Thema Nachhaltigkeit eben unterzubringen. Und ja, und da kommt man eigentlich nicht davon weg, dass man sich eben auch mit der An- und Abreise beschäftigt und die möglichst nachhaltig gestaltet. Und da bin ich quasi in einem bisschen einem Vorteil, weil ich habe gar keinen Führerschein. Also ich komme erst gar nicht in die Versuchung, dass ich überhaupt mit dem Auto, mit dem PKW verreise. Natürlich, wenn ich das Angebot bekomme, dann nehme ich es auch an, also dann reise ich auch mit. Allerdings, wenn ich selbst Reisen organisiere, dann geht es eigentlich immer nur mit dem Bus oder mit dem Zug. Und da komme ich auch schon zum nächsten Thema, und zwar für mich ist das alles unter einen Hut gefasst mit Slow Traveling. Also langsames Reisen ist ein Baustein, wenn nicht sogar eine wichtige Voraussetzung für das Thema nachhaltiges Reisen, weil je mehr Zeit wir einfach haben für eine Reise, desto eher können wir sie schätzen, wir können sie mehr genießen und natürlich können wir auch viel, viel nachhaltiger handeln. Es können Flugreisen möglich sein, wenn man die nur alle 3 Jahre zum Beispiel angeht, dann ist das wesentlich klimafreundlicher, als wie wenn man öfters verreist und dann dafür kürzere Reisen machen, dann mit dem Zug oder mit dem Bus. Also man muss immer ein bisschen abwiegen, wie lang man gerne verreisen möchte. Und je mehr Zeit man investiert, desto nachhaltiger kann es dann auch einfach werden. Genau, also mit dem Zug und mit dem Bus, da höre ich eben ganz, ganz oft dieses Vorurteil, dass niemand so viel Urlaub bekommt und dass niemand so lange verreisen kann. Allerdings denke ich eben auch, dass es eine Prioritätensache ist. Also gerade für Reisen sollte man sich eben auch Zeit nehmen, um eben auch davon profitieren zu können. Und ich spreche hier jetzt nicht von Urlaub, den man natürlich auch zu Hause machen kann. Also Urlaub kann man ja auch auf der Donauinsel machen oder, keine Ahnung, in der Umgebung, wo man einfach nur entspannen kann und ein Buch lesen kann. Und Reisen, wenn man wirklich was entdecken möchte, etwas Neues kennenlernen möchte, neue Kultur entdecken möchte, dann reden wir wirklich vom Reisen. Und dafür habe ich gelernt, mir einfach Zeit zu nehmen und dann länger dafür unterwegs zu sein. Und das ist dieses Slow-Traveling-Prinzip. So. Ich möchte nicht von den Nachteilen sprechen, die Flugzeuge haben und die der PKW hat, sondern ich möchte vielmehr von den Vorteilen von Zug- und Busreisen sprechen, weil die kommen sehr oft zu kurz. Gerade der Bus, der Fernbus, hat einen ganz, ganz schlechten Ruf
höre ich ganz oft. Und der Zug bekommt mittlerweile so ein bisschen ein Revival. Ganz klar muss gesagt werden, ein Bus stößt am wenigsten CO2-Emissionen aus. An zweiter Stelle ist der Zug. Also sind das wirklich die klimafreundlichsten Fortbewegungsmittel, gerade für eine Reise. Und dann kommen wir, also das Erste, was mir irgendwie eingefallen ist, ist, dass Nachtzüge so perfekt eigentlich für Familien geeignet sind, weil man kann ein eigenes Abteil ja auch buchen, wo man unter sich bleibt und dann zum Beispiel am Abend auch noch ein Brettspiel oder ein Kartenspiel spielen. Und so spart man sich auch eine Nacht im Hotel, so spart man auch ein bisschen Geld und kann den nächsten Tag dann hoffentlich ausgeschlafen in der nächsten Stadt verbringen. Was man natürlich auch dazu sagen muss, ist, man unterstützt das öffentliche Verkehrsnetz. Es hilft eben nicht, sich darüber zu beschweren, dass ein öffentliches Verkehrsnetz schlecht ausgebildet ist und man es aber nie nutzt, sondern wenn wir eben Geld auch darin investieren, indem wir es nutzen, desto eher wird es auch gefördert und weiter ausgebaut. Und deshalb ist es auch meiner Meinung nach wichtig, eben auf diese öffentlichen Verkehrsnetze zurückzugreifen. Und wenn ich jetzt öffentliche Verkehrsnetze spreche, dann heißt das natürlich auch private Bus- oder Zugunternehmen, Öffis eher als Überbegriff. Wir brauchen keine Parkplätze, das ist natürlich auch ganz wichtig. Man muss keine Parkplätze suchen, man steht nicht im Stau und man hat auch eine zeitliche Gewissheit. Man weiß immer, wann man ankommt. Manchmal bei Bussen ist es sogar oft so, dass man früher ankommt, wenn man jetzt zum Beispiel über Nacht fährt. Das habe ich sehr oft mitbekommen, dass man einfach dann früher in der Stadt ankommt. Und natürlich gibt es manchmal Verspätungen, aber das ist eher nicht die Regel. Ja, und man fährt von Innenstadt zu Innenstadt. Ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man muss jetzt nicht raus zum Flughafen fahren, wo man dann noch weiter warten muss, bis man endlich einchecken darf, sondern man hat wirklich da sehr oft auch einen zeitlichen Benefit. Die Zugreise ist die sicherste Reise nach dem Flugzeug. Flugzeug möchte ich da eher hinten anstellen, weil es ist eben ökologisch nicht sehr sinnvoll, mit dem Flugzeug so viel zu fliegen. Aber mit dem Zug gibt es am wenigsten Unfälle. Und gleich an zweiter Stelle ist der Bus. Genau, da habe ich eigentlich eh alles erwähnt. Es gibt noch viel mehr Vorteile. Ihr seht schon, ich schwärme davon. Ich finde, es ist eigentlich ein Abenteuer an sich, eine Reise an sich. Wenn man schon allein im Zug sitzt oder im Bus sitzt, da beginnt diese Reise schon zu wirken. So, jetzt komme ich zu meinen persönlichen Fernreisen in Europa. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich möchte nur davon sprechen, was ich eben auch erlebt habe, gesehen habe, damit man vielleicht darüber auch Inspirationen findet. Details zu diesen Reisen findet ihr alle auf meinem Blog. Da spreche ich noch im Detail über jedes einzelne Reiseziel. Amsterdam ist natürlich jetzt viel, viel einfacher. Ich habe es vor Jahren mal mit dem Zug gemacht und es war eine sehr lange Reise. Damals noch über München und Hamburg zum zweimal umsteigen. Mittlerweile geht es leicht über Brüssel. Hamburg ist sehr einfach zu erreichen von Wien und Prag, Bratislava, Budapest, okay, Bratislava ist jetzt nicht wirklich eine Fernreise, aber es ist in einem Nachbarland und deshalb habe ich das jetzt auch noch mit reingenommen. Und gerade diese Reiseziele kann man eigentlich wirklich auch als Wochenendtrip nehmen, weil man fährt keine 5 Stunden und kann dann das Wochenende dort verbringen. In Kroatien ist das Zugnetz nicht so gut ausgebaut, da lohnt es sich mehr mit dem Bus zu verreisen. Zagreb ist in 5 Stunden erreichbar, das ist wirklich sehr angenehm und auch die istrische Küste in Kroatien, also wenn man wirklich Urlaub möchte am Strand, dann kann man da ganz, ganz einfach mit dem Bus hinfahren. Ich mache das mindestens einmal im Jahr und diese Strecke ist wirklich sehr unkompliziert. Man steigt mitten in der Nacht in den Bus ein und in der Früh kommt man an der Küste an. Das ist wirklich sehr angenehm. Ja, Gardasee und Rom, das ist auch auf jeden Fall eine Reise wert mit dem Zug. Rom ist natürlich eine etwas längere Reise mit 15 Stunden, aber kann ich jedem nur ans Herz legen, diese Reise auch mit dem Zug statt mit dem Flugzeug anzutreten. Also es ist wirklich sehr angenehm.
Was ich jetzt nicht eingezeichnet habe, ist natürlich, dass man auch in Österreich sehr einfach mit dem Zug herumkommt. Also wer unbedingt eine Nachtreise planen möchte, der kann zum Beispiel von Graz nach Vorarlberg auch mit dem Nachtzug fahren. Das habe ich auch schon gemacht, das ist auch wunderschön. Und man kann bestimmt auch noch in einem anderen Nachtzug in Österreich schlafen. Also so viel zu meinen Reisen in Österreich. Wie gesagt, die Details findet ihr dann am Blog. Das würde sonst den Zeitrahmen hier sprengen. Ich möchte hier noch auf mein verschlafenes Ich hinweisen. Und zwar ein paar Tipps zu diesen Reisen auch teilen. Ganz oft kommt der finanzielle Aspekt, dass eben das Zugreisen so teuer ist im Gegensatz zum Fliegen. Das stimmt in vielen Hinsichten. Allerdings, wenn man früh genug bucht, dann kann man zum Beispiel bei der ÖBB die Sparschiene buchen. Oder man vergleicht ganz einfach verschiedene Bahngesellschaften miteinander. Zum Beispiel, wenn man die ÖBB mit der Deutschen Bahn vergleicht, da kommt man ganz oft auf verschiedene Preise für dieselbe Strecke. Das habe ich auch schon sehr oft erlebt. Also man kann dann auch einfach bei der anderen Bahngesellschaft buchen und man ist günstiger unterwegs. Es gibt natürlich auch verschiedene Kategorien, gerade im Zug. Da kann man im Sitzwagen die Nacht verbringen. Das habe ich früher sehr oft gemacht. Mittlerweile bin ich auf den Liegewagen umgestiegen, wo man sich eben das Abteil mit jemand anderem teilt. Und da kann ich nur empfehlen, immer das obere Bett zu nehmen, weil da hat man einfach seinen Platz für sich. Man kann schlafen gehen, wann man möchte. Und man hat auch einen eigenen Platz für seine Utensilien, die man mit sich führt. Ich möchte auch noch auf Interrail hinweisen. Ich weiß, das ist normalerweise eher etwas, was man vielleicht nach der Matura macht oder wenn man etwas jünger noch ist. Das habe ich früher auch mal gemacht. Aber auch als Erwachsener kann man Interrail-Tickets kaufen. Sie sind zwar etwas teurer, allerdings vom Preis her zu vergleichen mit einer Fernreise, also mit dem Flugzeug. Also statt vielleicht einem Thailand-Urlaub oder einem Flug nach Costa Rica, könnte man auch mal mit Interrail durch Europa reisen. Das hatte ich dieses Jahr vor, ist leider dieses Jahr nicht möglich. Hoffentlich dann nächstes Jahr. Und wer sich noch genau für dieses Streckennetz interessiert von den ganzen Bahngesellschaften in Europa, der findet auf Interrail auch wirklich eine sehr gute Karte, um eben wirklich dieses ganze Streckennetz zu sichtigen. Ja, zum Schlafen, egal ob im Bus oder Zug, kann ich nur empfehlen, immer ein Nackenhörnchen einzupacken, einen Podcast oder Musik zum Einschlafen zu verwenden mit sehr bequemen Kopfhörern, eine Augenmaske, gerade wenn man in den verschiedenen Bahnhöfen einfährt, da ändert sich sehr oft die Lichtverhältnisse und eine Decke, vor allem in den Bussen, weil da kann es oft kalt werden. Proviant selbst mitnehmen, vor allem Wasser, weil sehr oft kann man eben nichts erwerben in diesen, also im Bus vor allem nicht, im Zug nur manchmal. Manchmal gibt es dort nicht einmal einen Speisewagen. Kommt immer seltener vor, leider. Genau, zu guter Letzt möchte ich noch auf ein anderes Thema aufmerksam machen, und zwar das Vorankommen vor Ort. Also wenn man sich schon am Ziel seiner Reise befindet, egal ob das jetzt mit dem Flugzeug ist oder mit dem Zug oder mit dem Bus, wenn man dort ankommt, möchte ich ja so ein bisschen inspirieren dazu, einmal kein Mietauto sich zu nehmen. Ich weiß, das hört sich ganz oft ein bisschen erschreckend an, aber ganz oft zahlt es sich auch einfach aus, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Ich möchte das an dem Beispiel der Azoren zeigen. Da war ich vor 2 Jahren, da bin ich hingeflogen. Das geht dort nicht anders, weil es eine Inselgruppe mitten im Atlantik. Und ich habe sehr lange recherchiert im Vorhinein. Und da hat es immer geheißen, ohne Mietauto geht es auf diesen Inseln nicht. Du brauchst diese Reise nicht buchen, weil du kommst nicht voran. Und ich war wirklich kurz davor, diese Reise zu stornieren und zu sagen, okay, wir machen das nicht, wir suchen uns was anderes aus. Und schlussendlich haben wir aber gesagt, unter dem Motto Challenge accepted, wir machen es jetzt trotzdem. Wir werden uns diesen öffentlichen Verkehrsmittel einfach stellen, weil es gibt es ja nicht. Die Einheimischen müssen ja auch irgendwie von A nach B kommen. Und so war es dann auch. Natürlich, wenn alle mit Mietautos unterwegs sind, dann werden die auch nichts anderes erzählen können. Und es ist,
ja, was wir dort gesehen haben, war wirklich so ein bisschen traurig, weil es war alles voll von Mietautos. Jedes zweite Auto ist dort ein Mietauto und die Natur ist dort quasi zugeparkt. Also alle Aussichtsplattformen, alle Parkplätze irgendwo in der Natur und auch Wanderwege, wo nur Menschen erlaubt waren, dort waren Autos dann, die sich dort verirrt haben. Also das ist wirklich sehr schräg dort auf diesen Inseln gewesen. Dabei ist das Öffi-Netz sehr gut ausgebaut. Wir mussten auf nichts verzichten und wir haben dieses Land auch von einer ganz anderen Perspektive kennengelernt, waren hauptsächlich mit Schulgruppen und Senioren in diesen Bussen unterwegs, kaum andere Touristen in Sicht. Aber ich hätte es nie anders gemacht. Den großen Unterschied, den wir eben gewählt haben, war, wir waren 3 Wochen unterwegs und die meisten, die dorthin geflogen sind, waren nur 7 Tage unterwegs maximal. Und deshalb, ich denke mal, wenn man sich Zeit nimmt, wirklich auch eine Region oder ein Land kennenzulernen, dann ist es auch absolut ohne Probleme möglich, da auf den öffentlichen Verkehr zurückzugreifen. Auch in Regionen, wo er nicht so gut ausgebaut zu sein scheint. Ja, das war es auch schon von mir. Ich wünsche auch viel Spaß bei euren nächsten Reisen. Wie gesagt, alle detaillierten Infos zu meinen Reisen, die ich jetzt erwähnt habe, die findet ihr auf meinem Blog. Ja, Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Mira. Die Pia hat eine Frage gestellt und zwar, kennst du Plattformen, die Züge und Busse vergleichen, wie diese Seiten, Flugseiten bezüglich Kosten, Strecke und so weiter? Also ich war schon öfters mal auf irgendwelchen solchen Seiten unterwegs, allerdings habe ich noch keine Seite wirklich gefunden, die diese Wünsche erfüllt hätten, die ich gesucht hätte. Also ich bin bei den Bussen in Europa, kann man den Flixbus wählen. Das ist meistens die günstigste Option. Es gibt andere Busunternehmen, die meistens teurer sind als der Flixbus leider. Und bei Zügen ist es schwierig. Ja? Also meistens kann man da eben auf die Interrail-Seite schauen, um sich das Streckennetz anzuschauen. Dann kann man auch sehen, welche Bahngesellschaften dort eben unterwegs sind in den verschiedenen Ländern und sich direkt die Infos von dort holen. Also das ist meine Lösung bisher gewesen. Aber wenn man gerade von Österreich wegfährt, dann ist das eh relativ einfach, weil dann braucht man nur die ÖBB eben als Quelle beziehungsweise eben auch den Flixbus. Ja, also ich kann auch nur, früher hieß es GoEuro, ich weiß nicht, wie es heute heißt, es hat einen anderen Namen. Da kann man super gut vergleichen, gerade wenn man in Ländern ist, wo man vielleicht die Sprache nicht versteht oder so. Also ich war vor 2 Jahren in Spanien, Portugal unterwegs und ich spreche weder Spanisch noch Portugiesisch. Da war das super. Und die Marie hat geschrieben, Rome to Rio im Chat. Ja, klar. Da kann man vor allem sehr gut vergleichen, wie es schneller ist, ob mit Bus oder Zug schneller ist oder ob es auch zu Fuß machbar ist. Sehr gut. Oder mit dem Rad. Ja, genau. Ja, das ist eine gute Plattform. Ja. Ist es für dich persönlich schwierig, auf Flugreisen zu verzichten? Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verzichte nicht auf Flugreisen, sondern ich überlege mir mittlerweile einfach viel genauer, welche Reise ich wirklich tätigen möchte. Und wenn da eine Flugreise inbegriffen ist, dann wähle ich die auch, so wie eben bei den Azoren. Das war für mich eine Reise, die ich unbedingt machen wollte, weil ich davon persönlich eben auch profitiert habe. Ich weiß, das klingt immer sehr egoistisch. Und ich finde, da muss man eben abwägen, gerade eben dieses schnelle Reisen, von dem ich vorhin gesprochen habe, muss es ein Kurztrip nach London sein, um dort shoppen zu gehen? Da muss man sich dann hinterfragen, okay, kann ich das nicht auch in Wien machen? Oder stattdessen eben nach Bratislava oder nach Prag fahren? Und auf sowas muss man, oder auf sowas verzichte ich jetzt, ja. Aber wirklich auf Reisen, die mein Herz erwärmen, auf die möchte ich nicht verzichten. Aber die versuche ich viel, viel seltener zu tätigen.
Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich tatsächlich hinterfragt und sagt, okay, warum will ich das dann machen? Und das ist tatsächlich eine Reise, die mich wirklich auch persönlich irgendwie weiterbringt, weil Reisen, finde ich, ist ganz, ganz wichtig und ganz, ganz essentiell, gerade auch in einer Gesellschaft, die ja immer mehr zu nationalen Zügen tendiert, sich da einfach zu öffnen und auch eben ja wirklich zu reisen und auch da in Kontakt zu kommen. Aber ja, absolut. Also dann ist das Hinterfragen ganz, ganz wichtig. Wie reist du persönlich ganz am liebsten? Also ist es der Nachtzug? Ist es der, also schon gesagt, du steigst um auf Liegewagen oder ist es Bus? Ja, ich glaube, der Liegewagen ist mein persönlicher Favorit im Moment. Ja. Ich habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Liegewagen, aber ich finde es jedes Mal einen kleinen Nervenkitzel, einfach auch in den Zug einzusteigen und sich darauf vorzubereiten. Und man merkt richtig, die Reise beginnt, sobald man am Bahnhof ankommt oder vielleicht sogar schon, wenn man aus der Haustüre rausgeht. Und also der Zug ist einfach viel komfortabler als der Bus. Das ist ein anderes Erlebnis, aber Zug und Liegewagen mag ich persönlich momentan am liebsten, ja. Ich finde auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du tatsächlich, es ist ein Abenteuer jedes Mal und auch, dass du, ja super, man lernt ja gerade in diesen Schlafabteilen immer die Leute kennen. Also zumindest war ich nie in einem Schlafabteil und bin da rausgegangen und hatte mit keinem Wort gewechselt, das gab es nicht, sondern man lernt sich total schnell kennen, vielleicht weil diese Schlafsituation ja eigentlich eine intime ist. Ja. Aber ja, und irgendwie, es gibt ja auch immer ja viel Berührungsängste damit oder eigentlich dieses, wir wissen gar nicht mehr, wie geht das eigentlich? Also wie funktioniert so ein Liegewagen? Was muss ich da beachten? Deswegen finde ich, es ist ein Abenteuer, gerade das erste Mal. Ja, aber genau wie du sagst. Wenn es jetzt um das Reisen jetzt gerade geht, also wenn sich denn die Grenzen innerhalb Europas wieder öffnen oder es jetzt um die nächsten Monate geht, was wäre dein Tipp? Wo sollte man hin? Was war deine Lieblingsreise? Okay. also die Reise, an die ich mich immer sehr gerne zurückerinnere, war eben eine Interrail-Reise und die ging nach Skandinavien. Und da habe ich wirklich gelernt, wie einfach es ist, Länder mit dem Zug kennenzulernen. Da war ich gerade mal einen Monat unterwegs und habe so viele verschiedene Ecken kennengelernt. Und ich glaube, das ist mit dem Zug in Europa generell so gut alles vernetzt mit dem Zug und so ein Interrail-Ticket sich zu kaufen. Und ich sehe das irgendwie auch so als Alternative für diese ganzen, für diesen Van-Hype, diese Caravan-Fahrten, die jetzt wieder beginnen, aktuell zu werden, wo man sich eben so nach Freiheit sehnt und einfach mit dem Van rauszufahren und stehen zu bleiben, wo man möchte. Das kann man alles mit dem Zug auch machen. Und dann kauft man sich eben dieses eine Ticket und man ist komplett frei und kann stehen bleiben, wo man möchte und im Idealfall in manchen Ländern sogar sein Zelt aufstellen, wo man möchte. Und das hat mir immer in Skandinavien sehr gut gefallen. Natürlich ist da mehr Zeit zu investieren, auf jeden Fall. Vielleicht auch ein bisschen mehr Geld, weil einfach die Länder dort ein bisschen teurer sind als jetzt der Süden. Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, aber auch Italien, finde ich, mit dem Zug ist total interessant und da möchte ich auch demnächst wieder zurück. Also das ist auch so schön, weil man die Landschaft, die man dort vorbeiziehen sieht, auch so schön ist. Und diese italienischen Züge sind auch sehr interessant, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist also alles total machbar. Also man muss nicht immer ins Flugzeug steigen, um jetzt in Italien Urlaub zu machen. Ja, absolut. Die Tamara hat noch eine Frage gestellt. Gepäckstück, wie groß, wie transportiert, wie viel nehmt ihr mit? Habt ihr da markenunabhängige Empfehlungen? Ich sag kurz meine. Ganz generell Rucksack. Also ich glaube, ich habe einen 70-Liter-Rucksack und da passt alles rein. Ich war damit 4 Monate unterwegs. Den kannst du immer aufschneiden, du kannst ihn gut transportieren. Also der muss gut passen. Da würde ich mich beraten lassen, wenn es was Neues sein soll. Oder dich beraten lassen und dann eben gebraucht kaufen. Aber das ist auf jeden Fall meine Empfehlung. Ja, ich habe auch angefangen mit einem großen Rucksack mit 75 Liter, glaube ich.
Und bin dann immer, zuerst habe ich gedacht, es muss immer mehr sein. Aber irgendwann bin ich draufgekommen, es geht auch weniger. Und gerade bei den Azoren, das war interessant, da haben wir nämlich einen Flug gehabt, wo wir kein Gepäckstück einchecken durften für 3 Wochen. Oder wir wollten nicht aufzahlen und dann haben wir uns für ein kleines Gepäckstück entschieden, also das eben auch für das Flugzeug drinnen erlaubt war. Und da bin ich dann umgestiegen auf einen 45-Liter-Rucksack. Und da habe ich sehr lange recherchiert. Da würde ich auch eine Marke nennen, weil die ist wirklich sehr toll. Die heißt Ethnothek. Und die produzieren eben auch faire Rucksäcke. Und der ist ganz toll. Ansonsten, also wenn ich mit dem Zug verreise, also dann nehme ich auch manchmal den Trolley, den kleinen. Aber nur, wenn ich weiß, dass ich dann nachher direkt in ein Hotel komme oder direkt in mein Apartment und nicht, wenn ich dann noch weiterreisen möchte, weil das ist mit Trolley unfassbar umständlich. Ja. Okay, super, danke dir. Dann würde ich die Frau Dr. Regina Preselmeier bitten. Und ich ziehe mich wieder zurück und wir hören uns gleich wieder. Danke dir. Ich hoffe, ihr hört mich, Lorenz. Ja. Ja. Dann werde ich schauen, dass ich euch auch meinen Bildschirm freigebe. Genau. So. Jedenfalls herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich da sein darf auch. Also mein Name ist Regina Preselmeier. Ich komme aus dem Klimaschutzministerium, aus der Abteilung Betrieblicher Umweltschutz und Technologie. Das heißt, wir sind zuständig für Unternehmen, Organisationen, die nachhaltig wirtschaften wollen, wo wir einfach verschiedene Instrumente denen bieten. Zum Beispiel im Hintergrund seht ihr schon, ich glaube, ist es bei euch auch so, dass man die Personen über der Präsentation sieht, das österreichische Umweltzeichen? Genau, also, oder ist das nur meine Ansicht? Genau. Also wir sehen nur sie. Okay, gut. Ja. Und da bin ich eben für das Umweltzeichen zuständig, genau. Und da sind wir gerade im Tourismus, haben wir da auch sehr viele Betriebe, die hier gerade Vorreiter sind in Österreich. Okay, ich habe jetzt genau, sehe ich gerade, dass ich da die Präsentation, Entschuldigung, muss ich jetzt ganz kurz stoppen, weil ich fange sie von vorne lieber an. Ist doch ein bisschen sinnvoller. So. Die Frage war, Entschuldigung, jetzt muss ich erst wieder zurück, um den Bildschirm freizugeben. Kein Problem. Hier, ja, ich sage es euch nur, damit ihr euch nicht wundert, wenn ich eigenartige Grimassen mache und irgendwas tue. So, jetzt sieht man hoffentlich den Bildschirm. Ihr habt mir die Frage mitgegeben, was ist faires und nachhaltiges Reisen? Wir haben schon wahnsinnig viel gehört. Danke, Mira. Das war so spannend und inspirierend, gerade für mich aus der Generation Interrail. Da war es auch gar keine andere Diskussion, dann gab es nur Interrail, weil niemand konnte sich einfach diese Flüge leisten und es war einfach auch viel zu teuer und zu umständlich damals. Also insofern, ja, wirklich inspirierend für uns, genau. Ich habe mir jetzt auch die Frage gestellt, fair und nachhaltig. Fair ist auch wieder so eine Geschichte, wo ich immer denke, auch so ein Aspekt, den wir gerade jetzt vielleicht, gerade in diesen Zeiten, wo wir zu Hause ein bisschen eingesperrt sind, wo wir eben nicht reisen können, so dieser Umgang mit Menschen, dass einfach das auch das Besondere ist am Reisen, dass man einfach mit Menschen reist, im Zug zum Beispiel, und nicht jeder nur alleine, dass man aber auch dort in Kontakt kommt zu Menschen, also zu den Gastgebern, auch zu den Bereisten. Ich glaube, da denken viele Leute einfach viel zu wenig dran, dass wir auch ja Hallstatt haben, wie glaube ich im Vorfeld schon kurz ein bisschen angesprochen, ja. Also, dass wir auch Auswirkungen haben auf die Bereisten, auf die Menschen, die dort leben. Ich meine, wir kommen und gehen, am nächsten Tag sind wir weg. Aber unser Eindruck bei den Bereisten, der bleibt bestehen. Ja. Dann auch die Frage, fair zu anderen Gästen und last but not least auch fair zur Natur. Wir profitieren von der Natur, wir wollen sie bereisen, wir wollen sie genießen. Also ich glaube, diese Fairness, dieser Gedanke ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben im Bereich nachhaltig reisen. Ich bin jetzt ein bisschen skeptisch eigentlich auch immer bei dem Wort nachhaltig reisen.
wir haben ganz lange eigentlich immer nur so von Öko-Reisen, von grünen Reisen, auch von sanften Reisen so geredet. Und eigentlich in den letzten Jahren ist es immer mehr das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben es also mit mehr Themen aufgewertet, das Thema Reisen. Die klassischen Säulen Nachhaltigkeit, Ökologie ist, glaube ich, ganz so selbstverständlich, dass man an die Ökologie denkt. Auch Ökonomie, ich sage, ein nachhaltiges Angebot, das nicht ökonomisch auch funktioniert, wenn es dann in Zukunft nicht gibt, dann hat es auch keine nachhaltige Basis. Also das muss man schon auch sicherstellen. Und auch der soziale Aspekt, den ich eben beim Thema Fair dann schon stark drinnen gehabt habe, ist mir auch wichtig. Und ich glaube, für mich persönlich ist auch immer so ein wichtiger Aspekt, der klassischerweise nicht immer bei Nachhaltigkeit auch mitgedacht wird, der Aspekt der kulturellen Nachhaltigkeit, einfach auch Kultur, auch was macht uns Menschen aus, und ich glaube, das haben wir jetzt auch wieder in Corona-Zeiten ein bisschen gesehen, dass Kultur auch uns Menschen ausmacht und dass es einfach auch wichtig ist, das zu haben. Ja. Nachhaltig reisen. Ich glaube, ihr habt schon ein paar so Ansätze gebracht. Ich meine, woran denkt man da immer? Einfach diesen Abfallgedanken, da sind ja auch schon viele Gedanken von euch drin, also mit Zero Waste, auch wie kann man den eigenen Fußabdruck ein bisschen reduzieren. Wir sind ein Klimaschutzministerium, das heißt für uns sind auch Fragen von Klimaschutz, Klimawandel, Anpassung, diese Fragen ganz, ganz wichtig. Da kommen natürlich auch sehr stark die Reise, die Mobilität dazu, CO2, CO2-Fußabdruck. Druck, vielleicht Kompensation. Ich glaube, es gibt, oder auch für manche ist auch nachhaltiges Reisen vielleicht sehr stark davon geprägt, wo fährt man hin, in Nationalparks, in irgendwelche Schutzgebiete, oder auch was macht man vor Ort, ja, oder wie bindet man die Bevölkerung ein, dass man, wie kommt man in Kontakt zu Menschen und wie geht man mit den Menschen, mit den Reisenden, mit den Bereisten. Ich glaube, da gibt es ganz viele, viele Zugänge und ich glaube, viele Möglichkeiten, wie man Reisen nachhaltiger machen kann. Ich finde das immer auch ganz spannend, wenn man aus einem Teilbereich kommt und dann, also wie ihr das wahrscheinlich auch gesehen habt mit diesem Projekt über wie kann man Zero Waste in Hotels machen. Das ist total spannend und es hat immer so ein Aspekt, wo man es wirklich ganz viel noch rausholen kann. Für uns ist es halt besonders wichtig, dass man das ein bisschen umfassender anschaut und was kann man da umfassender für die Betriebe machen. Da gibt es auf der einen Seite für Umwelttourismusbetriebe halt Gütesiegel. Das heißt, da definieren wir Standards, wie soll so ein Betrieb aussehen, was muss er machen, welche Themen muss er abdecken, wie kann ein Konsument auch an diese Informationen kommen, was da passiert in dem Betrieb. Und wenn er diese Standards einhält, ist so ein Betrieb dann auch ein Reiseangebot, auch zertifizierbar und das kann es nach außen auch signalisieren. Auf der anderen Seite haben wir auch so Managementsysteme, die kennt man vielleicht aus dem Wirtschaftsbereich, auch so diese ISO-Geschichten, die es da auch gibt, diese ganzen Managementsysteme, und da geht es eben darum, dass man schaut, wie wirtschafte ich in meinem Betrieb, wie funktioniert ein Hotel, wie wirtschaftet das, wie wirtschaften sie miteinander, wo kommen die Ressourcen her, und vor allem auch hier ist ganz wichtig dazu kommen, wie kann ich besser werden. Das heißt, wie arbeite ich jetzt und wo und wie kann ich besser werden. Das ist eben so diese zwei Zugänge, die man hat, wenn man einfach so ganzheitlich an nachhaltigen Tourismus herangeht. Die Frage ist, gibt es jetzt Standards? Ich werde es euch nicht über alle diese Zeichen erzählen. Es gibt eine Vielzahl. Aber ich habe daneben auch ein bisschen die Blumenwiese gestellt, weil ich denke mal, das ist auch, kann auch eine positive Vielfalt sein, weil gerade im Bereich Reisen geht es ja auch darum, das sind so viele Destinationen, so viele Länder, die auch diesen Reichtum der Länder mitnehmen und die eigentlich auch für sich ihre eigenen Standards auch ein bisschen entwickelt haben. Da sind es eben auch ganz so viele nationale Standards, einfach was weiß ich, das Ecolabel für Kenia oder irgendwas, oder diese ganzen Karibikinseln, die auch sehr viele eigene Standards entwickelt haben. Also ich sage es für mich halt, ich sehe es einfach als positive Vielfalt. Man kann es natürlich auch als Irreführung sehen. Es gibt so viel, woran kann ich mich orientieren? So könnte man es natürlich auch diskutieren. Ja? Wenn man jetzt Österreich anschaut oder Europa, dann wird das schon sehr viel enger, vor allem welche Standards werden dann wirklich genutzt. Ich meine, das sind
vielleicht auf der linken Seite, wenn ich ein paar herausheben kann, so Green Globe und Green Key, das sind so internationale private Organisationen, die eben zertifizieren, oder auch EarthCheck, das sind auch recht hochwertige Instrumente, die wirklich in vielen, vielen Ländern aktiv sind. Da gibt es, glaube ich, eines oder zwei von diesen Betrieben auch in Österreich sein, die solche Zertifikate haben. Travel Life ist eine Initiative von großen Reiseveranstaltern, die auch gesagt haben, sie wollen für sich als Reiseveranstalter Standards haben. Und ein typisches Beispiel oder eigentlich das einzige Gute, das ich wirklich kenne für Management im Tourismus, ist dieses CSR in Tourism, das wirklich sich auch an Reisebüros wendet, dass die schauen, wie wirtschafte ich in meinem Reisebüro, wie kann ich auch meine Pakete und meine Kunden gut einbinden. Die Zeichen, die es wirklich viele gibt in Europa, ist zum Beispiel das europäische Umweltzeichen, die Ökoblume mit dem EU-Zeichen, hier European Eco-Label, da gibt es praktisch in allen Ländern der EU ausgezeichnete Betriebe, dann gibt es auch das Green Tourism Scheme, das ist eher aus England. IBEX First Day ist auch ein ganz interessantes Zeichen aus der Schweiz, die Zertifizierung. Was das Besondere dabei ist, was mir auch ganz gut gefällt, ist, dass die einen besonderen Schwerpunkt haben, auch auf der ökonomischen Nachhaltigkeit. Das hat eigentlich kaum sonst ein Zeichen so stark ausgeprägt. Das ist den Schweizern offensichtlich auch besonders wichtig in dem Bereich. Vielleicht kennt ihr auch noch den Nordic Swan, also das Zeichen der skandinavischen Länder. Die sind da ganz, ganz gut und breit aufgestellt in allen möglichen Branchen, wo einfach viele, viele Produkte mit diesem nordischen Schwan ausgezeichnet sind und die auch eine unvorstellbar hohe Bekanntheit in der Bevölkerung haben. Also da kennen, glaube ich, ich traue mich jetzt nicht zu sagen, ich glaube wirklich an die 70-80% der Konsumenten kennen dieses Zeichen und achten auch darauf. Das österreichische Umweltzeichen von 100 Wasser ist, glaube ich, bei uns das Zeichen, wo einfach mit Abstand auch die meisten Betriebe in Österreich das in ihrem Betrieb umsetzen, aber auch an die 250 Tourismusbetriebe in ganz Österreich, die damit ausgezeichnet sind. In Deutschland gibt es eben kein so vergleichbares Zeichen, da gibt es die Initiative Diabono, die auch sehr breit aufgestellt ist. Vielleicht erlaubt sie mich ganz kurz ein paar Worte auch über das österreichische Umweltzeichen. Wir haben nämlich heuer etwas zu feiern. Wir sind nämlich 30 Jahre alt und eigentlich hätten wir heuer gedacht, wir feiern das ganze Jahr lang, aber irgendwas ist uns dann dazwischen gekommen. Jetzt haben wir heuer andere Themen und jetzt ist es uns einfach auch besonders wichtig, dass wir schauen, dass wir auch diesen nachhaltigen wirtschaftlichen Betrieben und auch Tourismusbetrieben helfen, dass sie einfach wirklich, das sind, glaube ich, die Betriebe, auf die wir gut bauen können und wo wir gut aus der Krise raus können, die einfach wirklich so nachhaltig wirtschaften. Also seit 30 Jahren haben wir da einfach Produkte, die ausgezeichnet sind. Eine Besonderheit ist sicher auch, dass wir Bildungseinrichtungen, Schulen und Bildungseinrichtungen auch auszeichnen mit dem Umweltzeichen. Und Vorreiter sind wir vor allem im Tourismus. Da waren wir das 1996 das erste nationale Umweltzeichen, das einfach Tourismusbetriebe ausgezeichnet hat. Ja. Was bedeutet das bei uns, der Zugang? Ich habe gesagt, uns ist wichtig einfach so dieser ganzheitliche Zugang zu einem Betrieb, zu einem Tourismusbetrieb, damit es das österreichische Umweltzeichen bekommen kann und sich als Green Hotel bezeichnen kann. Ist es einfach wirklich eine gesamtbetriebliche Analyse möglich. Das beginnt von der Anreise. Das heißt, da ist es einfach wichtig, dass auch die Hotels Andockstellen bieten für Gäste wie eben die Mira, die eben öffentlich anreisen können, dass man sagt, okay, ich will in das Hotel und sagt, wie komme ich zu Ihnen? Wie kann ich zu Ihnen ohne eigenes Auto kommen? Und was kann ich dann bei Ihnen auch machen vor Ort, dass Sie Ihnen auch Tipps geben, wie können Sie Ausflüge machen, Ihnen geben oder was können Sie mit Unterstützung vom Hotel auch noch vor Ort machen? Ja? Die klassischen Geschichten sind natürlich auch so dieser Blick hinter die Kulissen, was passiert, wo kommt die Energie für diesen Betrieb her? Auch sehr stark der Abfallbereich. Also das geht auf der einen Seite diese Zero-Waste-Geschichten, aber auch sehr stark die Vermeidung von Lebensmittelabfällen. Also da gibt es ja auch in den letzten Jahren haben wir auch wirklich viele Initiativen, was man da machen können. Wir kennen sicher auch alle die klassischen Hotelbuffets, die von der einen Sekunde von perfekten, wunderbaren Essen und in der nächsten Sekunde werden sie de facto zu Sondermüll, den nicht einmal mehr Tiere essen dürfen. Also wir haben da wirklich eine Problematik aus der Fülle heraus.
wo wir ansetzen können, wie können wir da was vermeiden. Dann natürlich auch wirklich, wo kommen die Lebensmittel her, dass sie regional, saisonal sind, auch Bio-Lebensmittel, auch Getränke zur Verfügung gestellt, auch Wasser, Leitungswasser und diese Geschichten, wenn es einen Außenraum gibt oder auch womit wird gereinigt, einfach dieses Bewusstsein. Da spielt also die jetzige Situation ein bisschen einen Streich, weil wir sind wirklich ganz, ganz kritisch, auch immer, wo es darum geht, alles zu Tode zu desinfizieren. Ja? Ich meine, wir sehen es ja jetzt auch in dieser Corona-Diskussion, dass eigentlich die Ärzte wirklich oft warnen davor, vor dieser ganzen Desinfektion. Ja? Weil die meisten Sachen, wenn sie wirken, dann wirken sie oft nur für Bakterien und gar nicht für Viren. Und dieses trügerische Sicherheit, in der man sich da wiegt, wenn man sich ein Desinfektionsmittel irgendwo hinsprüht, das ist schon auch, wie gesagt, ein trügerisches Zeichen. Wir reden jetzt immer von Hotels. Natürlich gibt es auch Gastronomiebetriebe, die da ausgezeichnet werden können. Aber auch ganz wichtig ist uns auch, dass wir auch Reiseangebote auszeichnen. Das heißt, da geht es wirklich darum, das wäre wirklich sowas für dich, Mira. Wenn du nicht so perfekt schon wärst und dir das selber organisierst, gibt es einfach diese Reisebüros, die genau solche Packages auch zusammenstellen. Das heißt, wo man umweltfreundlich anreisen kann, wo man sich einfach dann auch Hotels aussucht, die einfach nachhaltig ausgerichtet sind, grüne Hotels, und die auch in der Verpflegung achten, dass es regional, saisonal und bio ist und die einfach auch umweltfreundliche Aktivitäten zur Verfügung stellen. Ich habe schon ein bisschen gesprochen, also es gibt da ganz viele Bereiche, wo wir ansetzen bei den Betrieben, auf einer Seite Hotel, aber auch Caterings. Gemeinschaftsverpflegung ist etwas, die klassischen Kantinen, das ist ja nicht der typische Tourismus, aber das ist uns auch ein ganz wichtiger Bereich, den wir zum Tourismus dazu zählen. Und dann geht es auch darum, was machen wir in unserer Freizeit, da geht es um den Bereich Meetings und Events. Diese Veranstaltung, da sind wir mit Green Meetings und Events auch, glaube ich, wirklich internationale Vorreiter, wo wir wirklich die Veranstaltungen zertifizieren, vom Eurovision Song Contest bis zu riesigen Kongressen mit über 20.000 Teilnehmern, also das ist schon eine Herausforderung, aber auch ganz kleine Feste und, oder Veranstaltungen von privaten Organisationen. Ein bisschen ein Aspekt, der auch noch zum Tourismusbereich dazu geht, ist auch der Bereich Museum. Da fühle ich mich dann wieder recht gut aufgehoben mit dem Thema kulturelle Nachhaltigkeit, weil ich glaube, das ist auch ein ganz ein wichtiger Bereich. Und das sehen wir auch aus diesem Bereich, dass auch die Kulturinstitutionen da auch sehr stark daran interessiert sind, sich auch nachhaltiger aufzustellen. Und den letzten Bereich, den habe ich so ein bisschen in rosa dargestellt, weil das ist ein Bereich, den haben wir als große Aufgabe jetzt derzeit. Also daran arbeiten wir jetzt auch mit den Tourismusdestinationen, dass wir auch Kriterien entwickeln, wie können Destinationen nachhaltiger werden. Da gibt es natürlich ganz viele Zugänge und viele Ideen. Aber wichtig ist für uns natürlich auch, wie können wir das auch in Kriterien fassen. Das heißt, was sind wirklich die Sachen, die man wirklich umsetzen muss und wo gibt es einfach verschiedene kreative Ansätze, wo man sich weiterentwickeln kann im Destinationsbereich. Aber ich will jetzt auch gar nicht zu viel über diese ganzen technischen Hintergründe reden, weil ich glaube, ganz wichtig ist es einfach, dass das sind die Hintergründe oder die Kriterien, die wir einfach mit der Branche entwickelt haben, dass man sagt, okay, was kann man sich erwarten von einem nachhaltigen grünen Hotel oder wie soll ein nachhaltiges Reiseangebot aussehen? Aber wichtig ist das, was man daraus macht, einfach diese Ideen und auch, glaube ich, deswegen ist es einfach auch ganz wichtig, dass man einfach diese Impulse gibt, auch von Reisenden. Ich meine, wir kommen immer sehr stark von der Angebotsseite, wie können unsere Betriebe umweltfreundlicher werden, wie können sie es nach außen signalisieren. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig auch, dass man die Community hier einbindet und einfach schaut, okay, auch wir Reisende, wir wollen das. Ich bin zwar nicht ganz sicher, ob ich wirklich immer noch Interrail reisen will, aber Zug ist ganz okay und Schlafwagen ist auch schon super. Habe ich auch schon getestet, auch mit Familie. Kann ich wirklich nur empfehlen. Gut. Danke euch. Ich klatsche stellvertretend. Okay, gibt es, es gibt Fragen, ich schaue einmal.
Okay, ich weiß nicht, ob die Frage an alle geht oder an Sie direkt, aber ich stelle sie einfach mal. Wie kann man Städteurlaube nachhaltiger gestalten, abgesehen von An- und Abreise, Hotels und Restaurants? Immer, die Zuganreise ist dann natürlich sowieso, ich meine, das ist schon mehr als die halbe, ja, die halbe Sache einfach von der Anreise her. Und da, glaube ich, sind wir ja wirklich noch sehr gut aufgestellt in Europa. Und das sind auch viele Packages, die man hier machen kann. Und in manchen Bereichen kann der Städtetourismus vielleicht sogar auch viel nachhaltiger sein, weil da braucht man wirklich kein Auto. De facto kann man es auch großteils gar nicht nutzen. Also das klingt zwar vielleicht oft gar nicht so ökologisch, kann aber total nachhaltig sein, einfach wenn man wirklich alles hat. Und wenn man da einfach ein vernünftige Planung hat, vernünftige Hotels, die einem dann Tipps geben können, die wirklich, glaube ich, sehr nachhaltig ausgestattet sein. Ja, ich glaube auch, also ich würde fast sagen, wenn man die An- und Abreise schon in den Fokus nimmt, dann sich ein gutes Hotel sucht und dann noch lokal oder vegan, vegetarisch, bio isst, ich weiß nicht, ob da noch viel mehr geht. Also generell lokal ist, glaube ich, ein Punkt. Vielleicht auch einfach auf lokale Produktion achten, wenn es um sowas geht wie Souvenirs kaufen. Ich weiß nicht, ob mir noch mehr einfallen würde. Ich mach Naturschützen ist vielleicht noch ein bisschen was, gell? Mhm. Also das tut man sich natürlich leichter, wenn man in einen Nationalpark fährt und dort zu Fuß wandert. Aber in Wien können wir zum Beispiel sogar das machen. Mhm, stimmt. Können wir sogar einen Nationalpark anbieten. Ja. Vielleicht auch noch so Sachen, weil tatsächlich wir arbeiten gerade an einem Blogartikel zu dem Thema. Mhm. Und sowas wie Städtetouren, die auch irgendwie auf Nachhaltigkeit fokussiert sind oder einen sozialen Aspekt haben, wie jetzt in Wien die Shades Tours zum Beispiel. Mhm, sowas könnte ich mir noch gut vorstellen. Genau. Und ich habe gleich eine Frage, weil tatsächlich auch grüner Tourismus, wie stellt man sich denn ein grünes Museum vor? Oh, eigentlich auch so ähnlich wie die Tourismusbetriebe, muss ich sagen. Also auch ganzheitlich. Das heißt, wie wirtschaftet das Museum? Wo kommt die Energie her? Wo kommt der Strom her? Also einfach, dass sie auch Ökostrom beziehen. Dann haben viele Museen auch zum Beispiel Kantinen, Caterings, Cafés. Also da kann man auch schon einiges machen. Was das Besondere ist einfach bei den Museen, wo man auch achten muss, sind auch so die Geschichten, wie geht man mit den Ausstellungen. Wo kommen die Ausstellungsstücke her? Wie werden sie transportiert? Da ist die Mobilität ein wichtiger Aspekt auch von den Ausstellungsstücken. Und auch sehr stark der Konservierungsaspekt von den Ausstellungsstücken, weil das sind oft ganz schreckliche Chemikalien. Aber da arbeiten wir an und für sich auch mit dem Restauratorenverband intensiv zusammen. Und das ist ja auch nur im Interesse der Restauratoren selbst, dass dann möglichst umweltfreundliche, wenig schädliche Chemikalien zum Einsatz kommen. Also, ich glaube, das ist eine reine Win-Win-Situation, die wir da aufbauen. Ja. Nie darüber nachgedacht, dass man natürlich auch den kulturellen Bereich zertifizieren kann. Also es war gar nicht auf dem Schirm. Ja, es sind schon einige Museen dran, aber es ist natürlich auch nicht einfach, weil die haben es auch nicht ganz einfach momentan. Nein. Aber es sind viele, die sich wirklich auch sehr für Nachhaltigkeit interessieren und auch an einer Zertifizierung schon arbeiten. Mhm. Ja, super. Was mich auch interessieren würde, ist, wenn man jetzt, also ich bin ein Hotel oder ein Hotelmanager und ich möchte mich gerne zertifizieren lassen, wo ist das, wo die meisten Hotels dran stoßen? Also warum sie diese Zertifizierung nicht bekommen? Gibt es da was man sagen kann, was man pauschalisieren kann? Ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass es ist ja ein nettes Bild, so ein kleines Hotelchenzeichen und rundherum diese ganzen Fragestellungen. Aber was dahinter steht, ist einfach, dass es wirklich eine gesamtbetriebliche Analyse ist. Und das ist immer die Frage von Zertifizierung, dass das einfach ein Aufwand ist. Man muss sich einmal hinsetzen in Ruhe und sagen, wie funktioniere ich? Was mache ich wirklich in meinem Betrieb? Und sich einfach, das sind die Fragen, die man sich ohnehin immer stellen muss, aber da muss man sich halt einfach die Fragen stellen mit dem ökologischen Aspekt. Wo kommt meine Energie her? Wie viel kostet das? Wie viel verbrauche ich? Ja? Also das sind rein auch ökonomische Fragen, aber so diese vielen Fragen sich auf einmal zu stellen, da sind viele Betriebe dann doch auch überlastet damit, weil das ist einfach wirklich, sich wirklich alles so zu durchleuchten, ist ein Aufwand. Da muss man auch Ruhe haben. Mhm. Also man profitiert davon und ich glaube, jeder kann Einsparungen davon erzielen
und alles. Aber man muss wirklich einmal die Ruhe haben und sich hinsetzen. Ich glaube, das ist einfach die Problematik, weil doch viele Menschen da drin arbeiten, viel arbeiten im Tourismus, auch viele Stunden beschäftigt sind. Ja, ja, keine Frage. Also ich meine, das ist ja auch nicht, dass wir vergleichbar wären mit dem österreichischen Umweltzeichen, sicher nicht, aber auch in einem Projekt, wo man einfach feststellt, okay, es sind so viele operative Prozesse, die man dann irgendwie angehen muss und wo fängt man da eigentlich an? Also da halt irgendwie. Genau. Oder habt ihr eh schon ein Gespür bekommen? Man mischt sich in die Abläufe von einem Hotel ein. Ihr müsst euch in einem Bereich, eigentlich wahrscheinlich auch in mehreren, Plastik und Abfall gibt es in vielen Bereichen. Aber wir sind natürlich noch viel umfassender. Und, aber ich glaube, es ist auch gut und wichtig so. Ich glaube, es ist gut, wenn man sich die Zeit nehmen kann, dass man wirklich analysiert, wie funktioniere ich als Hotel. Und man generiert auch viele, viele Möglichkeiten, wo kann ich dann nachhaltiger werden. Und das, ich glaube, das schätzen dann schon auch die Gäste, weil die das spüren, dass da einfach so gute Ideen dahinter stecken und viel kreativer wird. Jetzt im operativen Prozess des Umweltzeichens. Also wenn ich jetzt als Hotel zertifiziert bin, was passiert danach? Also kann ich dann den Ökostrom wieder abstellen? Oh Gott, nein. Das war jetzt schon eine böse Frage. Nein, natürlich nicht. Nein, grundsätzlich wird schon die Gesamtprüfung wird einmal alle 4 Jahre gemacht und dazwischen muss man auch immer wieder, und das wird halt immer wieder angeschaut. Sowieso. Und grundsätzlich, ja, also so oft werden dann die Anbieter doch nicht gewechselt. Wie gesagt, da kommen wir schon drauf. Ja, ich meine, ich glaube auch, dass wenn man sich darauf einlässt, dann hat man ja meist auch einen ideologischen Hintergrund, den man einfach ja da auch transportieren möchte. Ja, das ist ganz viel Herzblut eigentlich meistens auch dabei. Einfach von Menschen, genau. Absolut. Okay, dann bedanke ich mich. Danke euch. Wenn es gleich noch Fragen gibt, ihr könnt immer noch welche stellen in dem Q&A-Tool. Und ansonsten übergebe ich das Wort an Alexandra. Vielen lieben Dank für die schönen Vorträge. Sehr inspirierend. Auf jeden Fall hat mich die Reiselust mal wieder gepackt. Ich teile jetzt hier einmal den Bildschirm. Da. So. Dieser sollte jetzt im Vollbildmodus sein. Das ist korrekt, oder? Ja. Perfekt, super. Ja, ihr habt euch ja für dieses Webinar angemeldet und vielleicht wurdet ihr auch ein bisschen neugierig bei dem Titel meines Impulsvortrages. Und zwar steht da ja Eco und nicht Ego. Da mag sich der eine oder die andere fragen, was es damit auf sich hat. Und darüber werde ich in den nächsten paar Minütchen sprechen. Und um präzise zu sein, möchte ich euch 12 Ideen, Produkte, Gedanken und Lösungen für mehr Eco und weniger Ego beim Schlafen in Hotels, beim Essen in Restaurants und beim Feiern auf Festivals oder auf Events vorstellen. Diese Liste ist natürlich nicht allumfassend, sondern könnte, wenn wir noch mehr Zeit hätten, um einige weitere Ideen und Produkte und Lösungen ergänzt werden. Und bevor es losgeht mit diesen 12 Ideen, und Produkten, möchte ich euch kurz einen Einblick geben, was eigentlich hinter Tutaka steckt und wer hier spricht. Check-in. Ich bin Alexandra, ich bin gebürtige Hamburgerin, wo ich auch wieder wohne, mit ein paar Umwegen, hat es mich doch wieder in die Heimat zurückgebracht. Und ich bin ausgebildete Artdirektorin und habe vor der Gründung von Tutaka Hotel- und Gastronomiekonzepte entworfen. Und war sehr, sehr viel tatsächlich in Österreich unterwegs und freue mich umso mehr, heute Teil von dieser österreichischen Veranstaltung zu sein. Und in diesem Sinne nochmal herzlichen Dank an euch und die Organisation und dass solche Formate überhaupt stattfinden. Das ist ganz großartig. Nun zu Tutaka.
Wir haben ein Problem. Die Temperaturen steigen rasant. Das wissen, glaube ich, alle, die sich diesen Mittwochabend Zeit nehmen, um uns zuzuhören. Und die Gletscher schmelzen. Arten sterben. Und auch der Klimawandel, den wir sehen, ist sicherlich ein Katalysator für Infektionskrankheiten wie Covid-19. Die Erde brennt wie erst Anfang des Jahres in Australien und die Probleme, mit denen wir kämpfen, sind menschengemacht. Unser Konsumverhalten, und auch das wissen wir alle, die hier sitzen, verschmutzt Land, Luft und vor allem auch die Gewässer. Das gilt für uns als Privatperson, aber auch für die Branchen, in denen wir arbeiten. In Hotels schaut das Ganze dann so aus. In Plastik verpackte Einweg, Kosmetikartikel, Einwegbutter, Marmeladen, Zuckerverpackungen, Styropor to go. Und auch, wie hier auf diesem Bild zu sehen, vor allem in 4- und 5-Sterne-Hotels anzutreffen, mein Lieblingsgeselle, der Plastik-Hotelslipper, der meist noch in Plastik eingeschlagen ist, um besonders hygienisch zu sein. Dieser Hotelslipper kostet im Einkauf ca. 80 Cent, 1 Euro und ist ein wilder Mix aus schädlichen Materialien, Eva, Polyester, neues Papier. Wir haben mehrere dieser Hotelslipper so aufgeschnitten. Wer interessiert ist an dieser Bildersammlung, kann mich gerne kontaktieren. Dieser Hotelslipper führte tatsächlich zur Gründung von Tutaka. Denn ich fragte mich zu meiner Zeit, als ich durch die österreichischen Alpen fuhr und schöne Hotels konzipierte, wenn ich Gastgeber bin und auf der Suche nach nachhaltigen Produkten bin, wie zum Beispiel eine Alternative zu diesem Plastik-Hotelslipper, wo finde ich das? Ja, wo finde ich das? Die Antwort ist, das ist gar nicht so einfach. Es gibt nämlich zum Beispiel einige Anbieter, die zusätzlich zu ihrem konventionellen 25.000 Artikelsortiment noch ein, zwei Green-Produkte anbieten. Aber oft handelt es sich da leider um Greenwashing und nicht wirklich echte Lösungen. Diese Wüste haben Franziska, meine Mitgründerin und ich als Potenzial gesehen und haben deswegen Tutaka ins Leben gerufen. Wir machten uns mit Tutaka auf die Suche nach nachhaltigen Produkten für Gastgeber, für Hotels, für Restaurants und für Events und Festivals. Im letzten Jahr, im März ungefähr, launchten wir unseren digitalen Marktplatz und seitdem haben wir über 450 Anfragen bekommen von Gastgebern, größtenteils aus dem Dachraum, viele davon auch in Österreich und haben mittlerweile ein Sortiment mit über 60 Lieferanten, die wir auf Herz und Niere auf unterschiedlichste Kriterien, auch abhängig von den Produktgruppen, prüfen, mit denen wir in Kontakt stehen, die wir meist auch persönlich kennen und haben für diese zahlreiche Umsätze erwirtschaftet, was sehr schön ist, weil es ihnen ermöglicht, weiter in nachhaltige Innovation zu kreieren und zu produzieren. Zu finden ist zum Beispiel dieser Made in Europe Mehrweg-Slipper, der mal 6 PET-Flaschen war. Er kann gewaschen werden im Hotel, kann also wiederverwertet werden und hat auch ein recht sinnvolles End of Life, welches die Produzentin anbietet. Und da wären wir auch schon bei Lösung Nummer 1 des heutigen Tages, um dem Titel meines Vortrages auch wirklich gerecht zu werden. Und zwar mehr statt Einweg. Haltet auch beim Reisen, Aufenthalt im Hotel, im Restaurant, auf dem Festival, auf einer beruflichen Veranstaltung Ausschau nach Mehrwegprodukten, verlangt nach diesen, feiert Gastgeberinnen, die Mehrweglösungen anbieten und bringt Mehrwegprodukte wie beispielsweise eigene Hotelzimmer mit.
Dann, auf unserem Marktplatz sind auch diese köstlichen, essbaren Löffel für Eis und Dessert zu finden, die Müllaufkommen verringern und auch noch wirklich gut schmecken in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Und da wären wir auch schon beim zweiten Punkt, und zwar Mut statt Wut. Anstelle sich über das große Müllaufkommen aufzuregen, gilt es, mit mutigen Lösungen voranzuschreiten. Nummer 3, Bio statt billig. Aufmerksame Gastgeber und Unternehmen und auch Veranstalter investieren in beispielsweise Bio-Lebensmittel, aber auch in nachhaltige Arbeitskleidung oder Merchandising, Team-T-Shirts, wie beispielsweise in Kochjacken aus Biobaumwolle. 100% GOTS-zertifizierte Biobaumwolle, biologisch abbaubar, ohne Pestizide hergestellt. Weder Gentechnik noch chemische Düngemittel sind hier am Start. Und diese ist auch noch Fairtrade zertifiziert und man kann die gesamte Lieferkette nachvollziehen. Was mich immer in diesem Beispiel verwundert, ist, dass wir im Privaten schon so sehr auf Fair Fashion und ethische Herstellung von Kleidung, die wir selber tragen, achten. Aber sobald es darum geht, vielleicht das mal zu hinterfragen, was die Kellnerin trägt oder die Köchin anhat. Und auch als Gastgeber sich zu fragen, was bestelle ich eigentlich meinen Mitarbeitern für Arbeitskleidung. Da hört dann meistens leider noch das ökologische Denken auf. Viertens, Zero, ja, das ist eure Slide, Zero statt Full Waste. Zum Beispiel mit einem meiner Lieblingsprodukte, einem Seifenspender für trockene Seife. Meine Vision ist, dass es diesen in unendlich vielen Restaurants und Hotels irgendwann mal anzutreffen gibt, denn er kommt ohne Verpackungs- und Seifenmüll aus und die Ergiebigkeit von einem Stück fester Bio-Seife mit 40 Gramm entspricht ca. 1 Liter Flüssigseife plus dazu kommt noch das ganze Verpackungsmaterial. Die Materialien dieses Spenders sind aus nachwachsenden Rohstoffen und aus recycelten Materialien. Also nochmals Zero statt Full Waste. Und dann wären wir auch schon fast bei Punkt 5 und zwar auf unserem Marktplatz und auch in unserer Philosophie denken wir in Kreisläufen. Das heißt, wir schauen uns gesamte Lebenszyklen an. Also nicht nur, wo wurde es produziert und was ist das Material, sondern auch, wie wird es genutzt und wie wird es tatsächlich am Ende des Tages auch entsorgt. Also wäre der nächste Tipp, im Kreis statt linear zu denken. Und es gibt Gastgeber, die bereits im Kreis denken, die kreislauffähige Produkte einsetzen, deren das Konzept von Cradle to Cradle sehr wichtig ist. Und bevorzugt diese, schenkt ihnen eine extra Portion Aufmerksamkeit. Nummer 6, Up statt Downcycling. Da wären wir beim fantastischen Wort Upcycling. Und zwar aus Abfall wird etwas Wertvolles, so wie auch bei unserem Partner Jesper Jensen. Der macht nämlich Gläser aus alten Weinflaschen. Und davon gibt es mittlerweile recht viele Produzenten und auch Lieferantinnen, die sich die lieber etwas Bestehendes nehmen und dieses wiederverwenden und zu neuem machen, als auf eine neue Ressource zurückzugreifen. Und auch Gastgeber, die dieses Konzept natürlich auch aufgreifen für sich. Und auch hier feiert die Gastgeber, die aus alt neu machen und die Abfall als Ressource sehen. Heute oder in diesen Tagen wichtiger denn je, Nummer 7, Inklu statt Exklusion. Barrierefreiheit fängt im Kopf an und hört auf dem Festivalgelände, im Hotel, im Restaurant auf. Und
Anbieter wie beispielsweise WeRamp bieten mobile Rollstuhlrampen an, aber Barrieren sind halt leider nicht nur mit Aluminiumrampen auf der Welt geschafft. Und deshalb sollte man immer darauf schauen, in welcher Form der Veranstalter, die Gastgeberin, der Restaurantbesitzer auch dieses Thema holistisch betrachtet. Das Primavera-Festival beispielsweise hatte 2019 ein ausgewogenes Line-up, das heißt 50% Frauen, die auch Musik gespielt haben und DJen waren. Kreativität statt Klischees, Punkt 8. Wie schafft man es, Menschen dazu zu bringen, sich für Nachhaltigkeit zu interessieren? Ganz sicher nicht, indem man Klischees bedient, sondern eher kreativ wird. Und ja, das ist eigentlich so mit meiner Lieblingsline. Schaut hinter die grünen Logos, hinter denen sich ganz oft Gutes befindet, aber leider auch das ein oder andere Mal sehr viel Greenwashing oder das Grünsein des Grünseins wegen, und schaut lieber auf die echten Mehrwerte, die nachhaltiges Wirtschaften und Handeln mit sich bringen, und zwar Gesundheit, Wohlbefinden, Biodiversität. Nur weil jemand ein grünes Logo draußen hängen hat, heißt das nicht, dass er auch eine grüne Philosophie pflegt. 9. Humor statt Schwarzmalerei. Und auch das ist uns ein Riesenanliegen. Und zwar möchte ich diesen Punkt anhand von einer Kampagne unterstreichen, die wir letztes Jahr anlässlich des Tages der nachhaltigen Gastronomie der Vereinten Nationen gestartet haben. Der findet jedes Jahr am 19. Juni statt, also bald geht es wieder ab. Und wir wollten dafür sensibilisieren, dass es doch eigentlich auch die Pflicht von Gastgebern ist, sich um ein nachhaltiges Angebot zu kümmern. Und ich hoffe, dass der Ton abgespielt wird. Ansonsten mache ich Lip-Sync. Hört ihr? Nee. Okay. Dann mache ich das jetzt. Im Hintergrund ist Restaurantmusik. Jetzt fragt sie, are you sure you don't want this? Und er sagt, yes, I'm sure. Sojasauce? Yes, please. Restaurant owners, hotel owners, festival operators, make sustainable choices easy. Und auch das solltet ihr einverlangen. Verpflichtet die Gastgeber, euch nachhaltige Lösungen anzubieten. Dann wären wir bei Punkt 10, und zwar sozial statt social. Unsere Lieferanten, Produzenten, aber auch natürlich alle unsere Gastgeber, mit denen wir arbeiten, sind oftmals nicht so wirklich die Social-Media-Pros und werden auch deshalb nicht so gut gesehen, wie die, die Social-Media sehr beherrschen und auch dort ihre Zeit investieren und nicht in die wirkliche Suche nach nachhaltigen Produkten oder weiteren Dienstleistungen. Und viele dieser großartigen Gastgeber investieren ihre Zeit halt lieber in wirklich etwas Sozialem. Und deswegen hier mein Tipp oder mein Gedanke, entscheidet nicht nach dem Social-Status, sondern nach dem sozialen Engagement. Nicht nach der Instagram-Ability eines Ortes, sondern nach der kulturellen und auch natürlich der naturellen Vielfalt. 11. Dann sind wir fast am Ende angelangt. Euch gefällt irgendetwas nicht, ihr habt einen Tipp für den Gastronomen, ihr wollt der Besitzerin des Hotels etwas mitteilen, euch hat irgendwas nicht gefallen, seid laut anstelle von leise. Sprecht den Gastgeber darauf an, äußert euch, gebt Bewertungen ab, tretet in den Dialog.
wenn ihr coole Ideen habt, wie man es was besser machen kann, dann weiß ich aus eigener Erfahrung, dass Gastgeberinnen sich eigentlich nur darüber freuen, diese wertvollen Tipps zu erhalten. Und als letztes, Echo, not Ego. Ja, in den vergangenen Minuten habe ich euch versucht, einen kleinen Einblick in unsere Tutaka-Welt zu geben und ein paar Tipps und Ideen an die Hand zu geben, die hoffentlich auch für euch relevant waren oder sind oder euch inspiriert haben. Und unsere Mission ist es, das Gastgewerbe nachhaltiger zu machen. Und ich hoffe, dass auch alle, die jetzt noch dabei sind, eine eigene Mission haben, ob klein oder groß. Und ich würde mich sehr freuen auf den Dialog und ein wenig mehr von euch zu erfahren, auch wenn es merkwürdig ist auf diesem digitalen Weg. Oder auch Ideen, vielleicht Produktideen oder weitere tolle Beispiele von nachhaltigen Gastgebern. Vielen lieben Dank und jetzt freue ich mich auf die Fragenrunde. Vielen lieben Dank, Alexandra. Sehr, sehr inspirierend und sehr, sehr schöne Präsentation. Ich glaube, wir brauchen mal einen Workshop bei dir. Das kurz dazu. Also vielen Dank. Es gibt eine Frage von Dana und zwar schreibt sie, arbeitet ihr auch mit kleinen Pensionen, Unterkunftgebern zusammen oder nur mit großen Hotels? Die Kleinen nehmen ja letztendlich nicht so viele Stückzahlen ab. Wie geht ihr damit um? Genau, wir arbeiten mit allen möglichen Gastgebern zusammen, von Pensionen mit nur 3-4 Zimmern bis hin zu größeren Hotelketten und versuchen alles möglich zu machen, was Stückzahlen angeht. Also haben das auch natürlich mit unseren Lieferanten und Partnern so abgemacht, dass auch kleinere Hotels bedient werden können. Und tatsächlich ist auch unsere Hauptzielgruppe oder die am meisten angefragt haben in den letzten 12 Monaten, eher die private, klein- und mittelständische Hotellerie. Ja, super. Wie prüft ihr die Unternehmen? Also wenn ihr jetzt euch was gefunden habt, zum Beispiel die Slipbar, und sagt, okay, wie kommt ihr da dahinter? Weil insbesondere, desto länger so eine Lieferkette ist, desto schwieriger wird es ja immer. Also wie macht ihr das? Ja, genau. Also wir prüfen einmal auf Unternehmensebene und dann auf Produktebene. Denn wir haben auch Anbieter im Sortiment, die auf Unternehmensebene noch, die auf Produktebene konventionelle Produkte und auch nachhaltige Produkte anbieten. Das heißt, die jetzt erst gerade vielleicht angefangen haben, ihr Sortiment auch ökologisch auszubauen. Und anstelle kategorisch Nein zu sagen, geben wir denen natürlich auch eine Möglichkeit, die Nachfrage für ihre Produkte zu steigern, sodass sie immer weniger von den konventionellen Produkten anbieten können. Wir haben aber auch, auch sehr viele Lieferanten, die nur ein Produkt herstellen. Das heißt, Unternehmensprüfung und Produktprüfung ist eigentlich das Gleiche. Wir arbeiten mit der Fuß- und Handabdruckmethodik und gucken uns den gesamten Produktlebenszyklus auf der Produktebene an. Also wir schauen, was ist der Fußabdruck des Produktes, was Materialien angeht, Produktion, Transport, die Pflege des Produktes und natürlich auch, wie es entsorgt wird. Und auf der Handabdruckebene genau das Gleiche, was für positive Effekte hinterlässt dieses Produkt auf diesem Weg. Also schon beim Material angefangen, über die Produktion bis hin zum End of Life. Und natürlich ziehen wir da auch Zertifizierungen mit ein. Wir haben ja auch schon diese fantastische Slide von Regina gesehen mit den vielen Labels und das ist natürlich auch etwas, auf was wir uns stützen, was wir mit in Anbetracht ziehen, vor allem bei starken Labels wie eine GOTS-Zertifizierung für Textilien, aber wir verlassen uns halt nicht ausschließlich drauf, sondern wir fragen halt nach, wir wollen wirklich am besten Bilder sehen von der Produktion. Wir lernen die Lieferanten kennen,
Und diese füllen halt diesen Fragebogen auf Unternehmens- und Produktebene aus. Ja, ja, cool. Gibt es Produkte, wo ihr an eure Grenzen stoßt? Also irgendwas, was ihr schon ewig sucht und aber einfach nicht in nachhaltig fair produziert findet? Hm. Oh, gute Frage. Ach, ja. Also ich tue mich immer noch sehr schwer mit Einwegverpackungen für Gastronomie. Mhm. Denn Einweg ist kein Weg so. Also Einweg ist einfach in sich schon ein, also es ist ein, also es gibt kein nachhaltiges Einweg. Mhm. Es ist irgendwie ein Oxymoron, also es passt nicht. Mhm. Aber und es gibt jetzt wahnsinnig viele ökologische Alternativen und wir versuchen dann natürlich irgendwie diesen Grat zu finden zwischen wirklich Fußabdruck und Convenience, mhm, und besser als Plastik und Styropor. Aber es ist schwierig. Also ich würde sagen, so essbares Geschirr ist noch eine ganz gute Lösung. Auf der anderen Seite kann man davon ausgehen, dass ungefähr 60% nur das Essen und 40% landet dann als Lebensmittelabfall in der Tonne. Das heißt, das ist auch nicht so ganz ideal. Und mittlerweile gibt es auch Einweggeschirr aus Abfallprodukten aus der Landwirtschaft. Aber auch da steckt ja eine Ressource drin, also Energie und irgendwie Mittel, die das zusammenfügen. Also es ist eigentlich am besten, es so zu machen, wie die da, ich glaube, jetzt letztens habe ich einen Artikel gelesen über einen Hotelier oder einen Gastronomen, der einfach ganz viel Porzellan gekauft hat auf dem Flohmarkt und dann jetzt zu Corona-Zeiten das einfach ausgegeben hat und man hat halt echtes Porzellan bekommen, was man mitnehmen konnte zum Essen. Innovativ auf jeden Fall. Also es ist noch immer ein schwieriges Thema, vor allem wird es halt in meinen Augen sehr missbraucht, natürlich von auch größeren Herstellern, die einfach sagen, es ist ein nachhaltiges Einweggeschirr. Ja, 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 das auf jeden Fall. Eine letzte Frage, bevor wir zumachen quasi, auf Wiedersehen sagen, ist, du hast gesagt, man soll den Gastgeber verpflichten, nachhaltige Optionen anzubieten. Wie mache ich das? Indem man in den Dialog geht. Indem man sagt, hör mal, ich weiß, du kannst nicht alles auf einmal machen, aber das geht gar nicht. Und ich kann sagen, aus eigener Erfahrung, dass man, egal wo man hingeht, immer 1, 2, 3, 4 Produkte oder auch andere Dinge, wie beispielsweise es gibt keine englische Karte oder so, sehen wird. Ja? Also man kann ja nicht, muss ja nicht nur in Produkten denken, sondern auch in sozialer Nachhaltigkeit. Mhm. Also, der eine oder die andere scheint vielleicht dort mehr sensibilisiert zu sein oder einem fällt auf, dass es keine barrierefreie Toilette gibt oder dass die Lichtschalter zu hoch angebracht sind, dass Kinder da nicht rankommen oder so. Also einfach mit aufmerksamem Auge hinzugehen und dann natürlich gewaltfrei zu kommunizieren. Also es soll ja ein Dialog sein und keine Belehrung, sondern eher, dass der Gastgeber das Gefühl hat, cool, ich kann mein Angebot noch besser machen und meinen Gästen noch mehr Wohlbefinden schenken. Toll. Okay, ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Ich würde dich bitten, einmal das Bildschirm-Screensharing zu beenden, damit man alle nochmal sieht und ich alle nochmal. Gerne. Moment, stoppen. Ja. Okay, ja, wir sind am Ende. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich für eure tollen Vorträge, für das Gesamtpaket auch aus den unterschiedlichen Bereichen, eure Zeit, eure Mühe und ich wünsche einen schönen Abend. Auch nochmal danke an alle, die dabei waren und tschüss. Großartig. Genau, tschüss. Super. Tausend Dank für die Organisation. Genau, danke. Schönen Abend. Dankeschön. Ciao, ciao, ciao. Ciao.